Manchmal sind die Ungläubigen in ihren Taten der Reinheit des Streben. Gläubiger wie die, die behaupten, streng gläubig zu sein und Gott liebend. Ich höre und sehe ein ihre Worte und Taten, ihre Worte und ihre Taten, die mir wahrhaft verraten. Die Unwahrheit in den ihren Leben, sehe das, dass sie nicht mal sich selbst sind, Liebe. Sie sind nur gläubig in ihrer Behauptung, der ihrer Meinung, doch nicht in den ihren Taten und der Haltung. Der Haltung des Streben, der Handlung, die notwendig wäre. Notwendig wäre, um wahrhaft gläubig zu sein. Der Wahrheit, die rein, der Wahrheit, die Befreiung ist, auf der Suche nach dem Licht, die nur halbe Wahrheit der Vollkommenheit ist. Wirst du auch Dunkelheit begegnen, diese solltest du in ihrer Vollkommenheit akzeptieren. Denn sie ist wahrhaft die Vollkommenheit der Wirklichkeit, die wahrhaft die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die befreit. Sei nicht gegen Gott und seine Wahrheit, sondern öffne die Seele und dein Geist. Deine Seele und dein Geist für das, was notwendig ist. Erkenne das, was notwendig ist. Das, was wahrhaft die Wahrheit ist. Nicht deine Meinung oder das, was du denkst, sondern das ist wahrhaft, was der Wirklichkeit und der Reinheit der Wirklichkeit als Wahrheit entspricht.